Nee, okay. Tut mir leid, Roxas. Dass ich dein Schlüsselschwert habe, macht es für dich schwerer. Schon gut, mach dir um mich keine Sorgen. Was ist mit dir? Hast du deinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen? Bisher nicht. Tut mir leid. Braucht es nicht. Es fällt dir bestimmt bald wieder ein. Versuch nicht, es zu erzwingen. Ja, danke, Roxas. Sieh mal da drüben. Das ist unser Herzloser. Bist du bereit, Shion? Jederzeit. Na dann. Alter. Ja, geil. So. Oh, jetzt bin ich gemutet, okay. Ist natürlich nicht so geil. Klar. Sie kann, wenn sie gemutet ist, Items einsetzen. Ja gut. Ah, jetzt geht's wieder. Dann go on hier, ich mach schon mal hier die Truhen auf. Ja, das Shion, du machst das schon. Ich mach ja eh kein Damage. Ja gut, dann helfen wir dir mal. Boah, es ist so unfair, dass er da so mehrmals halt comboen kann. Ich krieg keinen einzigen Schlag hin. Ja, gleich ist er besiegt. Nice. Sehr gut, Shion. Thanks, Roxas. You can have this back. Do you remember anything? I don't know. But let me try again. You did it! Roxas, it worked! I can't wait to tell Axel this. Let's go! Yeah! Axel! Whoa! Where'd you come from? How was your mission? You know, I sure wish the Heartless would hold still once in a while. I fell right on my butt chasing him around. I thought you said you were tough. Yeah, whatever. That's got nothing to do with it. So, how did your caper go? Ta-da!
Roxas, Axel, thank you. I didn't do anything. You made it possible for the two of us to go on a mission together. If it weren't for you, Shion might never have remembered how to use the Keyblade. So thanks, Axel. How about a sea salt ice cream then? Huh? Buy me one and we'll call it even. You got it. I'll be right back. I hope we can always be just like this forever. Me too. What's that all about? I just want these days to last forever. Hanging out, the ice cream, the sunsets. Well, nothing lasts forever, you know. Least of all for a bunch of nobodies like us. But it's okay if things change and we can't meet up here. Huh? As long as we keep each other in our thoughts, none of us will ever have to be apart. Got it memorized? Wow, that was so not you. Hey! Wie sie ihn voll auslachen. So, hier haben wir jetzt eine Zusatztasche. Lässt sich 4 extra Items für jede Rucksacktafel, die du mit ihr verbindest, tragen. Okay, dann wieder Qual- und Einheitsabzeichen. Na schön, dann Tag 97. Transfer. Jetzt gibt's Geld. Glaube ich. So, Decks speichern und laden. Du kannst deine aktuelle Tafelanordnung in deinem Deck speichern und sie aufrufen. Wenn du sie später brauchst, speichere deine Decks, wenn du sie behalten möchtest. Na gut, wir schauen in Roxas Tagebuch gleich rein. Ich werde erstmal in den Tafeln reingucken, was jetzt gemeint ist. Ach so, man hat jetzt automatisch 4 neue Plätze oder wie. Wir haben auf jeden Fall wieder hier eine Stufe. Da lässt sich, achso, ja genau, lässt sich 2 zusätzliche. Oh Gott, wie soll ich die denn? Na, Moment, da muss ich das hier hinpacken. Den Ether hier rausnehmen. Lässt sich 4 extra Items für jede Rucksack. Ach so. Ich verstehe. Okay, aber irgendwie passiert hier nichts. Hier habe ich keinen zusätzlichen Platz. Wirkt zumindest nicht so. Egal. Jetzt haben wir nichts weiter. Experten mal 2 und sowas. Na gut. Berichte. Roxas Tagebuch. Mal sehen, was er denn da so reinschreibt. Problem gelöst. Heute war ich mit Shion im Schloss des Biestes auf Mission. Ich habe versucht, Shion mein Schlüsselschwert zu leihen und sie konnte es auch benutzen. Ich musste also ohne es kämpfen, aber wir haben es geschafft. Danach konnte Shion sich wieder daran erinnern, wie sie ihr Schlüsselschwert beschwört. Am Ende haben wir zusammen ein Eis gegessen. Das ja cool. So. Wieder solo unterwegs, Kupo, ich grüße dich. Ja, heute müssen wir wieder leider ein bisschen alleine zurechtkommen. Aber ja, der hat ja nichts. Ich glaube, das mit dem Items tragen, mit den 4 extra Items, ist, glaube ich, auf Mission, ne? So war das ja. Dass jetzt in der Mission selber so viele Items einfach aufsammeln kann. Hey, Roxas, kannst du dich an unsere erste Mission mit dem Schatz erinnern? Öffnest du immer noch alle Truhen? Wie ist es mit denen in Mission 29? Ich nehme mich nicht und Sai hat sich danach erkundigt. Wenn du es schaffst, sag ihm Bescheid, okay? Nee. Kein Bock.
Bist du endlich selbstständig geworden? Ja, wie man's nimmt, ne? So, Demix. Hey, Roxas, kannst du mir einen Leuchtsplitter leihen? Ich hab keine mehr. Ja, warum nicht? Danke, hier nimm das, dann sind wir quitt. Runentech. Jetzt müssen wir wieder nachschauen, was das denn kann. Was ist denn ein Runentech? Fähigkeiteinheit, Energieeinheit, Wildenmod, Expertenmod. Trippelspruch. Ach, da Runentech, das ist zum Schmieden, ne? Das sind ja diese komischen Sachen, mit denen man dann schmieden kann. Na gut. Liebes Tagebuch, heute habe ich ein Hühnchen mit einem Stock verprügelt. Ein Hühnchen. Schrieb's Hazza. Ups, jetzt habe ich es heimlich vorgelesen. Sorry. Gerade zu schnell gedrückt. Auf jeden Fall wieder mehr Missionen. Wir fangen wieder von unten. Wir gehen wieder von unten nach oben, weil hier Schlüsselmission heißt, das ist eine wichtige Mission mit Story und so Relevanz und die anderen beiden sind optional. Deswegen mache ich die zuerst. Okay, Luftmeister. In der Wüste sind Luftmeister aufgetaucht. Finn und besiege sie gemeinsam mit Demix. Nimm dich auch vor großen Rüstungen und Schwungmetzlern in Acht. Besiege alle Luftmeister. Vita, Leuchtsplitter. Okay. Das dürften wir hinkriegen. Irgendwie. Lala. Und jump. Und jump. Schön hier hoch. Babam. Babababam. Bam 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 bam. Zu der Truhe komme ich wahrscheinlich wieder nicht. Dann gehen wir einfach weiter hier. Ich glaube, das ist ein Luftmeister. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da stürzt er einfach auf uns mit. Ja, mit meinem Schlüsselschwert ist doch schon viel leichter, der ganze Kram hier. So, wir können diesmal auch raus hier. Das ist ja interessant. Gucken wir uns mal an. Wo landen wir denn, wenn wir hier rausgehen? Das sieht ja ziemlich cool aus. Das kenne ich nicht. Die Musik hier ist echt schmissig. Also dafür, dass es halt eine NDS und so ist. Die Soundqualität eigentlich ziemlich nice. Ja, die nächsten. Bam, 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 bam. Kloppen wir auf die Viecher ein.
Tue, das ist wieder ein Luftgespenst. Ein Luftmeister natürlich. Ah, nice. Das ist cool, dass der Mix die einfriert. Das ist eigentlich mega easy hier. Da-dam. So. Zwei Truhen sind hier noch und dann können wir wieder zurück. Und ein anderes Gebiet erforschen. Na egal, Geld haben wir erstmal genug, brauchen wir nicht. Hoppala. Na. Ja, wieder ein Luftgeist aufgetaucht. Müsste ich wohl mich gerade verteidigen. Los, vielen ein damit. Aua. Oder lass es einfach. Aua. Vorhin war er noch ganz cool, ne? Hat uns irgendwie richtig gut geholfen und jetzt... Jetzt ist er ziemlich useless geworden. So, 5 von 8 Truhen haben wir. Das sieht doch ziemlich gut aus. So, ist hier oben was drauf? Nein. Mit schwarzen Klamotten durch die Wüste bei strahlendem Sonnenschein, dass denen nicht warm wird. Schrieb Sasa, die sind halt, wie nennt man das? Krank im Kopf. Keine Ahnung, sind halt Niemande. Ich weiß halt nicht, was Niemande so empfinden oder was sie nicht empfinden. Ob die überhaupt Temperaturen wahrnehmen können oder ob das nicht auch weg ist. Kann ja sein, dass die sowas erst gar nicht mehr besitzen. Ich auch manchmal überhaupt nicht treffe, ne? Weil der blöde Demix einfach mal geil im Weg steht. Hüpf, hüpf. Flop. Düdüm. Zack. Voll. Was habe ich denn so für Items denn dabei? Komm, nehmen wir mal eine Potion. So, eine Truhe fehlt noch und ich glaube, zwei solcher Fliegertypen fehlen dann auch noch. Und... Schade, hat nicht gereicht. Ja, stimmt, die Truhe ist ja da oben, da komme ich ja nicht an. Die Truhe bekomme ich leider nicht. Da fehlt mir wohl noch das Ability mit Gleiten. Wüsste sonst nämlich nicht, wie ich da so hinkommen soll. Ich könnte es ja so probieren, aber es wird nicht reichen. Ja gut, müssen wir doch weiter
durchsuchen die ganze Gegend. Ich weiß nicht mehr, wo hier noch ein paar Gegner spawnen können. Das ist voll verwirrend. Hier ist der Weg zu. Das ist echt doof. Echt blöd, du dumme Kuh. Spawnen hier vielleicht welche? Hier oben drauf war ich auch schon, ne, wegen Spawn. Nee, die können ja nur noch in dieser großen, in diesem großen Wüstenkomplex sein. Ja gut, da müssen wir jeden Winkel hier durchsuchen. Schön durch die Wüste und gucken, dass wir alle Wege gehen. Damit wir die Luftmeister aus nächster Nähe dann nochmal sehen. Da, 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 bap, bap, bip, 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 bop, bap. Ja, spannend. Sand. Und noch mehr Sand. Und zur Linken sehen Sie Sand. Zu unserer Rechten. Agrabahs Höhepunkt. Beziehungsweise Spezialität. Die Sie gerne auch probieren können. Sand. Und links sehen Sie die Hauptattraktion von Agrabah. Sand. Und wenn Sie jetzt nach oben gucken, sehen Sie einen blauen Himmel. Dagegen, wenn Sie nach unten gucken, Sand. Du, du, du. Also, der Mix brennt ein wenig. Der ist ganz schön heiß auf den Kampf. Wo sollen denn diese Viecher hier sein? Das kann doch einfach nicht so gemeint. Das ist ziemlich ungünstig. Dass ich jetzt hier durch die Wüste quasi latschen muss. Um sowas hier zu triggern. Na komm, frieren ein. Mist. Das schafft's auch nicht mehr, der Dermix, ne? Ah, haben's geschafft, okay. Du, du, du. Darfst du nicht mehr mitnehmen. Doch nicht, Mann. Und Sasa schreibt, gib Kamm, um die Wüste zu durchkämmen. Durchkämmt die Wüste. Na, hoffentlich finden wir hier keinen Joghurt. Ich hasse nämlich Joghurt. Besonders mit Erdbeeren. Wer die Anspielung verstanden hat, der darf sich jetzt freuen. Tschüss. Zurück zum Schloss. ZZS. Oh, da essen sie gemeinsam verpixelt Eis. Funktioniert das Schlüsselschwert noch? Ja, jetzt ist alles gut. Sehr schön. Das verdanke ich alles dir und Axel. Iss dein Eis, bevor es schmilzt. Ha, sieh dir Axel an, er ist ganz rot. Besonders die Haare. Klappe. Sie freut sich voll. So, Pyrosplitter Vita nochmal bekommen. Ja, nehmen wir mit und so. Und Tag 98, aber das
wird jetzt so lange keinen Titel haben, bis wir ja die Mission da abgeklappert haben, ne? So, und ich hau in den freien Slot nochmal Vita. Damit wir mehr Anwendungen haben davon. Okay. Dann auf zur nächsten Mission. Um hier was zu mischen. So. Zerbrich die Krüge. Mission. Dieses Mal schätzen wir anhand deines Glücks ein, wie gut du für zukünftige Missionen geeignet bist. Zerbrich die Krüge, die wir im Schloss aufgestellt haben. Info. Aus manchen Krügen kommen mächtige Gegner zum Vorschein, wenn man sie zerbricht. Wenn dich dein Glück verlässt und das passiert, weiche dem Gegner aus und zerbrich den Rest der Krüge. Okay. Zerbrich alle Krüge. Alles klar. Was ist das jetzt wieder hier für so eine Art Test? So, Moment, geht gleich los. Geht ja hier nicht auf Zeit, ne? Ba, 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 ba. Wie gesagt, kurz, ich muss kurz was machen hier, ne? Ich mach gleich weiter, kein Ding. So, jetzt geht's weiter, sorry. Musste nur was klären. Das war wichtig. Okay, probieren wir mal. Bumm. Bumm, bumm, bumm. Okay, da haben wir Glück gehabt. Oh, nice. Ja, wir strapazieren das Glück ein bisschen. Okay, da war ein Gegner drin. Wir weichen aus jetzt. Das muss ja sein. Wow. Lasst mich in Ruhe, Mann. Ich hab doch gar nichts, was ihr so braucht. Ich bin ein Organisatsstudent. Ich hab kein Geld, Mann. Lasst mich in Ruhe. Sonst öffne ich eine Truhe. Ne, keine Ahnung. Sehr gut. Geschafft. Mission. Was haben wir bekommen? Feldfreigeber. Ja, das war jetzt ja nicht so schwer, ne? War ja relativ easy.